Hallo Herr Krug, danke, dass wir hier sein dürfen, hier dieses Video zu drehen. Wir haben schon jetzt einige Wochen dieses Leo Locative System bei Ihnen im Einsatz. Welche Erwartungen hatten Sie an das System und wie haben sich diese Erwartungen erfüllt oder auch nicht erfüllt? Und zu den Erwartungen kann ich voraus schon mal schicken, die haben sich voll und ganz erfüllt. Diese waren, dass wir hier ein System haben wollten, wo wir unsere fertigen Produkte von den Prüfstationen, von den Arbeitstischen nicht lagern oder zwischenlagern müssen, sondern direkt in unser Fertiglager transportieren können. Das funktioniert sehr gut. Es gibt keinerlei Wartezeiten mehr, die Pakete sind sofort verräumt und damit, wie ich schon eingangs gesagt habe, sind alle Erwartungen zu 100% erfüllt gewesen. Der Aufbau, wie hat sich der gestaltet? Gab es da Probleme? Wie lange hat das gedauert? Das ging auch problemlos über die Bühne. Ich denke, es war eine Zeit von 3 bis 4 Stunden. Auch hier muss man sagen, es ist einfach aufzubauen, man braucht keinen großen Support. Man kann einfach seine Sachen auch ändern. Wenn man die Tische verrückt oder irgendwelche anderen Stationen hat, ist das mit relativ wenig Aufwand einfach und schnell zu lösen. Sie haben die Änderungen angesprochen. Haben Sie denn schon viel verändert? Gab es diese Notwendigkeit? Wir haben die Strecke schon mal etwas verlängert auf einen neuen Arbeitsplatz hin. Das ist unser Skin-Arbeitsplatz. Dort haben wir Kisten im Format, die sehr gut zu dem Leo passen. Und da wurde von uns die Bahn verlängert mit der neuen Stoppstation, wurde eingefügt. Und auch das war ein Aufwand von 1 Stunde und alles lief wieder wie gewohnt. Die Mitarbeiter, wie haben die das System aufgenommen? Das war überraschenderweise sehr, sehr gut. Der Leo wurde direkt ins Herz geschlossen, kann ich schon fast sagen. Ja. Es wird auch ohne Einweisung, ohne irgendwelche großen Unterweisungen sofort angenommen. Die Mitarbeiter wissen sofort, für was der Wagen gut ist, für was der Leo gut ist. Also es geht problemlos. Dann danke ich für das Statement. Gerne, danke.